in Rolle. Ja, auch so ein bisschen Roleplay-mäßig war das Stream 2017 sehr ausgeprägt. Wir haben, wir haben viele derpige Rollenszenen gehabt und hier habt ihr ein bisschen die, sag ich mal, besten Szenen davon. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist halt, Iki spielt eine Rolle. Punkt. Viel Spaß. Letzten 6. Iki, machst du ein Just Dance Battle gegen Dracula auf der Gamescom? Lieber Angel, ja? Ich mach da nicht nur ein Battle gegen Dracula. Ich mach da nicht nur ein Battle. Ich werde ihn in den Boden stampfen. Er wurde noch nie so krass weggedanced wie an dem Tag, ja? Ich meine, ich habe bis gerade eben noch nicht erfahren, dass ich das machen werde. Aber der Drakel, der wird nicht mehr stehen können. Der wird so an die Wand getanzt. Der wird so an die Wand getanzt. Ja. Aber nicht, weil ich gut bin und er schlecht ist. Sondern einfach, weil ich mit meiner Hüfte den so lange wegkicke, bis er aufgibt. Ich suche mir extra etwas mit geilem Beat aus. Batz! Habe ich alles von Prinzessin Peach aus Smash gelernt. Die Hüfte des Todes ist einfach unaufhaltbar. Das ist deine Ansage. Ja. So sieht das nämlich aus hier. So sieht das aus und nicht anders. Spiel starten, Einstellungen, Credits. Wir machen mal Spiel starten, komm. Spiel 1. KF, Kommissar im Einsatz! Bleiben Sie stehen oder ich zieh mich aus! Sexy, frech, hübsch mit dem Charakter zu tun. Frech, okay, aber sexy und hübsch. Aber ich habe heute einen Charaktertest gemacht. Oh, wirklich, Simone? Du hast einen Charaktertest gemacht? Was hast du da angeben müssen? Ja, ich habe da angeben müssen, was ich denke, wie mein Charakter ist. Und ich habe dann da hingeschrieben, ich bin voll sexy, wunderschön, hübsch, süß und natürlich knackig. Ach, so ist das. Und ich dachte, man gibt da an, dass man fröhlich ist oder nett und sympathisch. Nein, so funktioniert das nicht. Du musst schon deine Brustgröße angeben. Ach so. Vollkornlos. Schnell. Oh, nein, nein. Ich geh mich erstmal waschen. So. Erstmal waschen gehen. Ich bin ein schmutziges Toast. Wasche mich! Oh! Diese Butter weiß genau, wie ich es mag. Oh ja, Butter. Aber sie ist ein bisschen schwer, die Butter. Ich weiß, du liebst mich, Butter, aber du musst mich auch mal gehen lassen. Ich bin kein Brot für eine Butter. Lass mich bitte. Ich will nicht, dass es so enden muss, aber... Buchen! Kommt ein wahnsinniges Angebot dazu! Ja, das war nämlich noch nicht alles, meine Damen und Herren. Durch den Sonnenklasse Sonderrabatt 3000 ermöglichen wir von Sonnenklar TV. Und jetzt kommt's. Wir ermöglichen ihm den Aufenthalt in einer waschechten Seku. Erfreuen Sie sich an den Innereien dieser großen und wunderschönen majestätischen Kreatur. Sie fahren ganze 5 Tage in dieser Kreatur, bis diese endlich ihr Paarungsgebiet erreicht hat.
Dort angekommen, können sie das Wunder der Geburt und das Wunder der Paarung im Inneren der Seku live miterleben. Keine Angst, er wird ihnen nichts tun, solange sie ihre Frau dabei haben. Sie haben noch nicht genug? Dann kommt hier das All-Inclusive-Angebot des Jahres. Denn wenn Sie jetzt buchen, ist der Ausgang aus der Seku gratis im Preis mit inbegriffen. Sie haben hier auch wieder mehrere Optionen, wie oder warum Sie austreten können. Wollen Sie geschmeidig durch den vorderen Ausgang, wie Sie reingekommen sind? Oder lassen Sie sich verdauen und kommen am anderen Ende als Nährstoffe der... Dann müssen wir erstmal zahlreiche Besucher fragen, die bereits dort waren. Also, ich war dort, um meine Konfirmation zu feiern. Und ich hab Dinge gesehen. Vielleicht sollten wir jemand anderes fragen. Ja, doch, ich bin der Werner. Und ich war in der Seku. Es hat mir schon gefallen, ja. Der Boden war weich. Wir hatten nie Regen. Und warm war es auch. Hallo, ich bin die Uschi. Und wenn auch Sie mich heiraten wollen und mit mir eine Traumreise gewinnen wollen, dann melden Sie sich an für die Bachelorette. Was? Ruhig sein? Kann ich nicht. Ich bin ein Babymann. Ich schreie, wenn ich will. Um andere Leute abzufacken. Halt's Maul! Genau das meine ich. Das ist ein schönes Gefühl. Was, die Erinnerung so früh oder was ist das? Ein Kronleuchter. Ein Kronleuchter. Achso, ja, du musst mich ja auch in Ruhe beraten, tatsächlich. You have disconnected. Please check your internet connection. Bitte was? Findet den Fehler. Ich rede gerade mit jemandem über das Internet. Also Senior Draghi, ja? Das warte, hörst du mich noch? Was? Ich? Ja, wieso, ja? Wieso disconnecten sie einfach? Ja? was fällt Ihnen denn ein, hier disconnecten? Und das im Loadings... Achtung, Achtung, die Polizei von Deponia warnt vor einem Triebtäter. Falls sie sich in nächster Zeit einen rosa Dickhäuter begegnen, würden wir empfehlen, dass sie umgehend zum nächsten Polizeirevier laufen. Denn dieser Elefant stört beim Einweisen. Ich wiederhole, wenn sie das nächste Mal einen rosa Dickhäuter begegnen, bitten wir sie, direkt zum Polizeirevier zu kommen, denn dieser stört sie beim Einweisen. Durchsage Indy. Der Künstler wollte mit diesem Bild Ausdruck geben, was Faulheit mit den Menschen macht und wie diese überwunden werden kann. Dieses Bild ist komplett weiß, da der Künstler das Gespür einer faulen Phase zum Ausdruck geben wollte. Deswegen ist die Farbgebung auch sehr schlicht gehalten. Unseren allmächtigen Bieder zu sprechen, könnten maximal so 2 Stunden dauern. Oder weißt du was? Da kannst du ja auch nicht Nein sagen, wenn ich schon drin sitze. Da kannst du auch nicht sagen, verpisst euch Leute, ich will mir gerade ich will gerade mein Spielzeug benutzen. Ne? Oder dann fangen die einfach, dann reden die weiter. Ja. Ja gut, unser Gott, der ist halt allmächtig. Und er sieht, was sie den ganzen Tag machen. Und er wird auch ein Urteil über sie fällen. Oder denkst du dir, Alter, der guckt mir jeden Tag zu. Bei dem, was ich mache. Was ist das denn für ein grenzdebiler, ekelhafter Perverser? Hä? Der sieht mir zu, wenn ich kacken bin. Der sieht mir zu, wenn ich mein Spielzeug bin. Bitte?
Danke. Ey, du kleiner Fritz, was machst du da? Oh Mann, das Tapete! Jetzt komm nicht so an! Du hast die Tapete verunstaltet! Es bleibt ja alles so, wie es ist! Ob du hier bist oder nicht. Ich bin eine gute Prinzessin. Ich hab keinen Fallschaden bekommen. Oh, scheiße. Getweile ausgesprochen. Ach so. Ja gut. Oh, Alter, dieses Spiel. Ihh, ein Käfer. Aua, ich kann ihn nicht mal plattmatschen. Was bin ich denn für ein Ding? Wetten, die Ameise tut mir auch weh? Ja, natürlich! So. Nehmen wir mal die Munition hier mit. Nee, passt. Ah, das ist super. Beim Autofahren immer brumm, brumm, brumm machen. Okay. Brumm, 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 brumm. Oh, hi Leute! Wo kommt die Schlupfnase her? Ich hasse es! Mein Suchtropf wartet unten! Ich krieg das schon gar nicht mehr hin. So ein angepisster Ton einfach. Verfickte Mau! Wo ist mein Auflauf? Ich weiß gar nicht, warum ich das so lustig finde. Erfolgreich. Raketen abdocken. Wie in Star Wars, so ein Möwe einfach nur. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Ich bin eine Möwe. Ich bin eine Möwe. Ich bin eine Möwe. Ich glaube, langsam ist gut. Nein. So. Scheiße, ich stecke fest. Rufe sie 112 Möwen der Polizei. Die Polizei, Sir, wie kann ich Ihnen helfen, Sir? Ich hänge fest! Oh nein, na Mann, warte, bisschen nach rechts, nach rechts! Ja, nach rechts! Nach rechts! Oh, oh! So viel Monies hatte ich leider nicht! Oh! Ich weiß nicht, warum ich das lustig finde! Oh, ich bin Luigi, ich bin Geist! Sternzeichen Geist! Oh! Oh la la, ui, ui. Hui. Hallo, mein Freund. Ich bin auch einer von euch. Guck mal. Obwohl du hast. Herr, ich bin gespannt, wie gut das schmeckt. Die letzten Male, als Mario mir einen Pilz andrehen wollte, habe ich mich total verwandelt. Ich sah nicht mehr aus wie ein Luigi. Ich sah aus wie eine Biene. Und diese Biene, die ich meine, sie heißt Maya. Mann, das war vielleicht gemeint von ihm, ihr einfach zu sagen, oh, hallo Luigi. Hallo Mario, mein Bruder. Ja, Luigi, ich habe gesehen, dieser Pilz da. Guck mal, der schwarz-gelbe Pilz. Was ist denn mit dem Pilz, Mario, fragte ich. Immerhin wollte ich wissen, ob der lecker ist. Er sagte dann, das ist der beste Pilz, den ich seit langem je gesehen und gegessen habe. Oh, wirklich, Mario? Ist er lecker? Ja, ist er. Er hat geschmeckt wie Honig. War lecker, süß und saftig. Er war lecker, süß und saftig? Ja, so saftig hast du noch nie gesehen. Mario, habe ich dich verletzt? Ja, hast du. Das tut mir leid, Mario. Ich wollte doch nur hier lang schwimmen. Wo ist das ganze Wasser hin, Mario? Was hast du getan? Ich weiß nicht. Ich wollte auch nur den letzten Stern hier holen. Mario,
Warum tust du uns das alles an? Es tut mir leid, aber ich muss doch die Prinzessin beschützen. Aber du hast doch schon genug Sterne, um zum Hauser zu gehen. Ich weiß, aber ich bin gierig nach dem Stuff. Ich brauche mehr Sterne. Ich hasse dich, Mario. Ich hasse dich. Ich weiß. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Wow. Den Cheng hoch am Himmel zählt. Hübscher Name, ich weiß. Sogar Twitch kennt das Spiel. Oh Gott. Wie legst du sie hier rein? Heftig! Wir sind doch Freunde, ich muss alles heftig machen. Inklusive der Verpackung. Mir kommt gerade die Idee. Lass uns, bitte, sobald wir eine Kamera haben, mit der das geht, lass uns ein Undyne-Koch-Tutorial auf YouTube machen. Ne? Okay. Okay, das ist ja okay. Batsch! Es klatscht gegen den Boden. Au! Oh.